Mein Name ist Ines Kappert, ich leite das Gunda-Werner-Institut, kurz GWI genannt. Das GWI ist der feministische Think Tank der Heinrich-Böll-Stiftung in Berlin. Wir sind derzeit zu 12 und arbeiten zu verschiedenen Schwerpunkten, etwa zu reproduktiver Gerechtigkeit, feministischer Digitalpolitik, Antifeminismus, feministischer Außenpolitik und Feminismen für die postmigrantische Gesellschaft. Und genau in diesem Kontext versuchen wir seit Jahren auf die besonders vulnerable Situation von Menschen auf der Flucht aufmerksam zu machen. Und das stets in Zusammenarbeit mit Menja Chalea, die hier vorne sitzt, Professorin für Ethnologie am John Jay College of Criminal Justice in New York, ausgewiesene Migrationsforscherin. Jetzt ist da noch ein bisschen, da warte ich noch einen Moment, bis alle ihre Geräte haben. Everybody ready? Perfect. So, also nochmal stets seit 5 Jahren in Zusammenarbeit mit Manja, Professorin für Ethnologie am John Jay College of Criminal Justice, ausgewiesene Migrationsforscherin, die eben genau das tut, wofür auch das GWI steht, nämlich unterschiedliche Diskurse möglichst in Verbindung miteinander zu bringen, in ihrem Fall Gender und Migration. Ihr wisst das sind eigentlich Diskursstränge oder Wissensproduktion, die allzu häufig parallel verlaufen, und unser Anliegen ist eben, die Schnittstellen zu suchen, um sich gegenseitig zu befruchten, und das werden wir auch heute hier machen, das haben wir auch in den vergangenen 6 Jahren versucht. Manja hat darüber hinaus neben ihrer wissenschaftlichen Arbeit auch eine aktivistische Seite. Sie hat das Queer European Asylum Network, QUEAN, mitgegründet, und das ist genau der Verbund, mit dem wir seit 2019 einmal im Jahr eine Fachkonferenz eben zu der Situation von geflüchteten Menschen eine Veranstaltung machen. Uns ist ganz wichtig, und ich denke, das wird heute genauso sein, dass wir nicht über Menschen auf der Flucht sprechen, sondern diese als Expertinnen einladen. QUEAN steht dafür. Und wir versuchen grundsätzlich im GWI und auch heute politische Entscheidungsträgerinnen, Wissenschaftlerinnen und Aktivistinnen in einen Dialog zu bringen. In diesem Jahr haben wir den Fokus künstliche Intelligenz gewählt, beziehungsweise den Einsatz von künstlicher Intelligenz für die EU-Grenzsicherung. Und wir freuen uns sehr, dass wir hierfür Francesca Schmidt, Co-Gründerin von NetzPharma, für das Konzeptionsteam gewinnen konnten. Und abgesehen davon hat Francesca viele Jahre lang für das GWI gearbeitet, und aktuell ist sie Referentin bei der Bundeszentrale für politische Bildung in Gera für transformatives Wissen. Die EU-Kommission steckt Milliarden in Forschungsprojekte, welche die Grenzsicherung komplett digitalisieren, also automatisieren sollen. Nach den Smart Homes, den Smart Cities, sollen jetzt also die Smart Borders kommen. Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat dabei versichert, dass Folgendes höchste Priorität beim Einsatz von KI haben werde. So soll KI auf den Menschen ausgerichtet, transparent und verantwortungsbewusst eingesetzt werden. Wie das aussehen kann, beziehungsweise wie das eben nicht der Fall ist, zeigt unter anderem das Forschungsprojekt RoBorder, dessen Ziel nach eigenen Angaben die Entwicklung und Demonstration eines, Zitat, vollständig autonomen Grenzüberwachungssystems ist. Dieses umfasse unbemannte Roboter, wiederum Zitat, Fahrzeuge für die Luft, für die Wasseroberfläche, für Unterwasser, den Boden, die sowohl unabhängig als auch in Schwärmen operieren. Das Projekt lief zwischen 2017 und 2021 und wurde mit rund 8 Millionen gefördert. Wie gesagt, es ist nur eines von vielen. Der Einsatz von KI wird aber nicht nur intensiv beforscht, sondern natürlich wird KI längst eingesetzt an den EU-Außengrenzen und auch in den Camps, die ja inzwischen häufig Gefängnissen gleichen. Was also bedeutet das für Menschen auf der Flucht?
Wie wirken sich die ausgeweitete Videoüberwachung, der Einsatz von Drohnen, Robodogs, Lügendetektoren und die intensivierte Verwendung von Sprach- bzw. Dialekterkennungsprogrammen auf die Anerkennung oder Ablehnung von Menschen aus? Wer verdient an diesen Technologien? Wer entwickelt sie? Was passiert mit den Daten, die von Geflüchteten ohne deren Einwilligung genommen werden? Und wie wehren sich die Menschen, die von dieser Kontrolle betroffen sind, die weniger als Menschen angesehen und behandelt werden, sondern vor allem als Risiko für Sicherheit und Wohlstand in Europa? Politischen Widerstand gegen die Entmenschlichung von Menschen auf der Flucht zu leisten, verlangt aus unserem Verständnis, neben dem technischen Verständnis für die aktuelle Digitalisierung der Grenzen und zukünftige Digitalisierung der EU-Grenzen, auch die Analyse der Narrative, der Geschichten, mit denen wir diesen Einsatz von Technologie rechtfertigen. Also, wie wird legitimiert, dass Menschen, die in Not sind, vor allem als Gefahr zu behandeln wären, wenn nicht gar als Kriminelle oder Terroristen, abzuwehren sein, selbst wenn das deren Tod bedeutet? Wie verläuft die Grenze in unseren Köpfen zwischen Menschen, die gerettet werden müssen, und denen, dessen Tod wir im reichen Europa nicht betrauern? Umfragen zeichnen etwa für Deutschland ein sehr gemischtes Bild. Das ist jetzt nicht eine ganz aktuelle Umfrage, aber ich glaube, sie ist immer noch relevant. Sie ist von 2019 und damals haben 71% der Befragten sich für das Asylrecht ausgesprochen und gleichzeitig 42% für absolut geschlossene Grenzen. Das war zwar in der Zeit von Covid, aber dieses Paradox, dieser Widerspruch zeichnet auch die Gegenwart. Wie entscheidend das Thema Migration und Flucht ist, um Demokratie entweder zu schwächen oder zu stärken, das haben die erschütternden Wahlergebnisse der EU-Wahl am vergangenen Sonntag einmal mehr vor Augen geführt. Es ist kein Zufall, dass eine zunehmend militarisierte Abwehr von Geflüchteten und dass ein zunehmender Antifeminismus die zentralen Themen sind, die eine rechtsextreme Weltanschauung immer tiefer in der Mitte der demokratischen Gesellschaften verankert und jüngst in Deutschland die AfD zur zweitstärksten Kraft gemacht hat. Wir, die wir diese Fachtage ausrichten, sind überzeugt davon, dass das Thema Migration und Flucht nicht den Rechten überlassen werden darf. Wenn wir Demokratie gegen Rechts verteidigen wollen, müssen wir uns, so glauben wir, differenziert, analytisch und empathisch mit Menschen auf der Flucht beschäftigen. Und wir müssen eingesetzte Überwachungstechnologien und Kriminalisierungsnarrative in den Blick nehmen. Und genau das werden wir heute gemeinsam tun. An dieser Stelle möchte ich Sie einladen, für unsere kommenden Debatten sich an diesen Guidelines zu orientieren. Vielleicht können wir die kurz einblenden, Technik. Genau. Wichtig für uns ist, think nothing bad at first. Also erstmal davon ausgehen, dass die andere Person nichts Böses im Schilde führt, auch wenn sie vielleicht eine Ansicht vertritt, die nicht der eigenen entspricht. Share the stage, teilt die Bühne, teilt die Aufmerksamkeit mit anderen. Let the others shine, erklärt sich von selbst, denke ich. You may be right, zieht in Erwägung, dass die andere Person Recht haben könnte. Und vielleicht, vielleicht stellt ihr euch auch die Frage, what if we fail, was passiert, wenn wir den Dialog hier in diesem Rahmen nicht hinbekommen? Also noch nicht mal einen so einfachen Rahmen, what is if we fail? Und bevor ich nun das Wort an Menja Thaler und Francesca Schmidt übergebe, möchte ich mich an dieser Stelle auch noch mal ganz herzlich bei all denjenigen bedanken, die im Hintergrund diese Konferenz möglich gemacht haben. Und da geht mein erster Dank an Mungzul Tok mit. Mono! Mungzul Tok mit. Mono hat im Hintergrund die Verantwortung für die Administration übernommen. Ganz, ganz herzlichen Dank dafür.
sowieso an das ganze GWI-Institut, ohne die diese Konferenzen überhaupt nicht möglich wären. Ich möchte mich auch bei dem Eventbüro der Böll-Stiftung bedanken. Anna hat die Organisation in diesem Bereich für uns übernommen und auch natürlich auch ganz, ganz herzlichen Dank. Da ist Anna. Und natürlich auch ganz, ganz herzlichen Dank an unsere Dolmetscherinnen heute. Herzliche Grüße möchte ich auch an Fadi Saleh senden, der diese Konferenz für Keen mit vorbereitet hat, aber heute leider nicht dabei sein kann. So, und jetzt übergebe ich das Wort an dich, Menja, und wünsche uns eine schöne Konferenz, einen schönen Fachtag. Good morning, everyone. And thank you. Guten Morgen und herzlichen Dank, dass Sie alle hier sind. Ich freue mich, hier zu sein und Sie alle hier zu sehen heute Morgen und dass Sie hier an der Diskussion teilhaben in Bezug auf die Digitalisierung der EU-Grenzen. Vielen Dank, Ines, für die freundliche Einführung. Ich möchte auch gleich weitermachen mit den Dankeschönen und möchte zunächst einmal meinen Mitverschwörern und Komplizen sozusagen danken, mit denen ich hier gemeinsam die Veranstaltung konzipiert habe. Und das sind Francesca, die hier ist, und Fadi. Fadi ist leider nicht in der Lage, heute hier zu sein, aber er ist natürlich im Geiste bei uns. Ich möchte auch meine große Dankbarkeit an Ines ausdrücken, deren Vertrauen, Führung und Freundschaft dazu geführt hat, dass wir heute alle hier sein können. Vielen Dank, Ines. Und ein großer Dank geht auch an Mono, die einen Großteil der wichtigen Hintergrundarbeit geleistet hat, die für die erfolgreiche Durchführung des heutigen Austauschs notwendig ist. Und natürlich auch an die technischen KollegInnen und die ÜbersetzerInnen. Nicht zuletzt gilt mein Dank auch an Monika, die heute die beiden Panels moderieren wird, und allen Rednern und RednerInnen, die sich so großzügig bereit erklärt haben, ihr Fachwissen mit uns zu teilen. Also vielen Dank Ihnen allen. Diese Veranstaltung markiert das fünfte Jahr der Zusammenarbeit zwischen dem Queer European Asylum Network und dem Gunda-Werner-Institut. Gemeinsam haben wir Veranstaltungen zu Themen rund um Gender, Sexualität und Migration organisiert, mit einem starken Fokus auf die intersektionalen Formen von LGBTQI+-Asylsuchenden und Flüchtlingen und Flüchtenden in Deutschland und mit dem Wunsch, in wichtigen politischen Diskussionen über die Produktion von Verletzlichkeiten und Ungleichheiten einzugreifen. Die Themen, die im Rahmen dieser Veranstaltung diskutiert wurden, reichen von den institutionellen und sozialen Herausforderungen, denen sich LGBTQI+-Asylsuchende während der COVID-19-Pandemie gegenübersehen, über das Potenzial des Dublin-3-Rückführungssystems, sichere Wege für LGBTQI+-Asylsuchende, Flüchtlingsschutz zu erhalten, bis hin zur Umsetzung der Istanbul-Konvention in Bezug auf weiblich identifizierende queere Asylsuchende, die Überlebende von geschlechtsspezifischer und sexualisierter Gewalt sind. Im Zentrum all dieser Diskussionen steht die Frage, wie die größeren politischen und rechtlichen Migrationssysteme in der EU Formen der Marginalität und Unsichtbarkeit entlang von Geschlecht, Sexualität und Ethnie produzieren. Die heutige Veranstaltung über die Digitalisierung der EU-Grenzen und die Produktion von Verwundbarkeiten versucht, diese Diskussion mit Blick auf zwei kürzlich verabschiedete EU-Gesetze zu vertiefen. Dabei handelt es sich um den neuen Pakt zu Migration und Asyl und das EU-Gesetz zur künstlichen Intelligenz. Das EU-KI-Gesetz wurde vom Europäischen Parlament im März 2024 verabschiedet und ist das bisher umfassendste KI-Gesetz der Welt. In den vergangenen anderthalb Jahrzehnten hat sich die Technologie der digitalen und künstlichen Intelligenz zu einer wichtigen Säule für das Migrationsmanagement entwickelt und biometrisch basierte KI-Systeme, Drohnen und Lügendetektoren werden heute in der EU in großem Umfang im Bereich Migration und Asyl eingesetzt.
In Anbetracht der weitreichenden Auswirkungen von KI auf das sogenannte Migrationsmanagement muss das Gesetz der Europäischen Union über künstliche Intelligenz in Verbindung mit den politischen Bemühungen betrachtet werden, die im neuen Pakt zur Migration und Asyl festgelegt sind. Der Pakt, der vom Rat der EU am 14. Mai 2024 formell verabschiedet wurde, zielt darauf ab, die Asylverfahren in der EU zu straffen und zu beschleunigen. Um das Ziel des neuen Pakts zu erreichen, investiert die EU gegenwärtig stark in die Entwicklung von Prognoseinstrumenten, mit denen die irregulären Migrationsströme in die EU zum Zweck der Grenzüberwachung und der Erkennung von Sicherheitsbedrohungen vorhergesagt werden können. So hat die Europäische Kommission seit 2007 beispielsweise mehr als 3 Milliarden Euro in die Erforschung von Technologien und Grenzsicherheitssystemen investiert. Angesichts des weltweit zunehmenden Interesses an der Nutzung von KI zur Grenzkontrolle hat die ehemalige UN-Sonderberichterstatterin für zeitgenössische Formen von Rassismus, Diskriminierung, Fremdenfeindlichkeit und damit zusammenhängender Intoleranz, Professor Tendai Ayume, davor gewarnt, dass vor dem Hintergrund politischer Kontexte, in denen konservative Regierungen auf dem Vormarsch sind, Migrationsvorhersagen und Einwanderungstechnologien schwerwiegende fremdenfeindliche und diskriminierende Folgen für die flüchtenden MigrantInnen und Staatenlose haben können. In ihrem Bericht 2020 schreibt sie, Regierungen und nichtstaatliche Akteure entwickeln und nutzen neue digitale Technologien in einer Weise, die im Kontext der Grenz- und Einwanderungsdurchsetzung einzigartig, experimentell, gefährlich und diskriminierend sind. Auf diese Weise setzen sie Flüchtende, MigrantInnen, Staatenlose und andere Personen Menschenrechtsverletzungen aus und extrahieren große Mengen an Daten von ihnen unter ausbeuterischen Bedingungen, die diesen Gruppen in grundlegende menschliche Handlungsfähigkeit und Würde nehmen. Bei diesem Symposium gehen wir von der Prämisse aus, dass KI und digitale Technologien zum Zweck des Migrationsmanagements nicht nur zur Vereinfachung der Grenzkontrolle und des Grenzübertritts entwickelt und eingesetzt werden, sondern auch als eine Form der Governance fungieren, die zunehmend die Lebenschancen von MigrantInnen einschließlich Flüchtenden prägt und deren Grundrechte beeinträchtigt. Diese Veranstaltung befasst sich daher insbesondere erstens mit der Einordnung von KI in den Migrationskontext und zweitens mit der Art und Weise, in der die Digitalisierung der Grenzen Menschen auf der Flucht als legitim oder illegitim, als würdig oder unwürdig kategorisiert. Vielen herzlichen Dank. Yeah, hello. I just take over for the next 5 minutes. So. So, die nächsten 5 Minuten bin ich nun an der Reihe. So, as we delve into these critical discussions, it is kritische Diskussion. Hier muss verstanden werden, Grenze in Europa. Welche Rolle spielen sie? Digitale Technologie hat gezeigt, wie Grenzen konzipiert und durchgesetzt werden, verändert werden und zu einer Virtualisierung der Grenzkontrolle führt. Technologien wie biometrische Identifizierung, automatische Überwachung und KI-gesteuerte Entscheidungsfindungssysteme verändern die Erfahrungen von Geflohenen und MigrantInnen. Diese Technologien erweitern die Grenzen über die physischen Kontrollpunkte hinaus und ermöglichen es den Grenzregimen in das tägliche Leben der Vertriebenen einzugreifen. So tragen Geflohene und MigrantInnen die Grenzen mit sich und sind einer ständigen Überwachung und Kontrolle ausgesetzt, die über geografische Grenzen hinausgeht. Die Digitalisierung verschärft auch bereits bestehende Schwachstellen und schafft neue Formen der Überwachung, von denen marginalisierte Gruppen unverhältnismäßig stark betroffen sind. Die Überschneidung von Digitalisierung und Grenzkontrolle macht deutlich, dass es eine Vielzahl von Schwachstellen gibt. MigrantInnen und Geflohene, die aufgrund ihrer Vertreibung ohnehin schon gefährdet sind, sehen sich zusätzlichen Kontrollen ausgesetzt, was zu Verletzungen der Privatsphäre, willkürlichen Festnahmen und Abschiebung führen kann. Der zunehmende Einsatz von KI und von digitalen Werkzeugen bei der Grenzverwaltung kann systematische Ungleichheiten verstärken, insbesondere in Bezug auf Rasse, ethnische Herkunft,
Herkunft, Geschlecht und sozioökonomischen Status. Als in Europa geborene Schwarze, die oft als Weiße durchgeht, weiß ich, wie wichtig es ist, diese Überschneidungen zu thematisieren und die allgegenwärtigen Strukturen von Rassismus und Diskriminierung, die in den digitalen Grenzregime eingebettet sind, in Frage zu stellen. Darüber hinaus ist es von entscheidender Bedeutung, das koloniale Erbe zu berücksichtigen, das diesen technologischen Fortschritten zugrunde liegt. Die Digitalisierung der Grenzen und der Einsatz von KI im Migrationsmanagement sind nicht losgelöst von historischen Kontexten des Kolonialismus und Imperialismus. Diese Praktiken setzen koloniale Machtdynamiken fort, indem sie Rassenhierarchien verstärken und marginalisierte Bevölkerungsgruppen ausschließen. Dieses als Technokolonialismus bekannte Phänomen, ein von Professor Mirka Mediano geprägter Begriff, auch den zugegen beschreibt, die moderne Technologien, die ausbeuterischen Praktiken des Kolonialismus fortsetzen und die Kontrolle und Überwachung marginalisierter Gruppen ermöglichen. Der Technokolonialismus verlagert die Aufmerksamkeit auf die Rolle, die Daten und digitale Innovation bei der Verfestigung von Machtasymmetrien zwischen Geflohenen und Hilfsorganisationen spielen, wodurch letztlich Ungleichheiten im globalen Kontext reproduziert werden. Das Verständnis dieser Zusammenhänge ist unerlässlich, um die Ursachen der Marginalisierung zu bekämpfen und um sich für eine gerechtere und ausgewogenere Migrationspolitik einzusetzen. Abschließend möchte ich sagen, dass wir bei der Aufnahme dieser kritischen Dialoge über die Digitalisierung der EU-Grenzen wachsam bleiben sollten in Bezug auf die Auswirkungen dieser Technologien. Und wir sollten uns bemühen, sicherzustellen, dass sie keinen Schaden anrichten oder systemische Ungleichheiten verstärken. Ich danke Major und schließe mich ihrem Dank an alle KollegInnen, OrganisatorInnen, TeilnehmerInnen. Wir hoffen alle auf eine fruchtbare Debatte und einen lebhaften Gedankenaustausch während der heutigen Veranstaltung. Und nun möchte ich gerne an Ines das Wort übergeben, die Keynote-Rede moderieren wird. Vielen Dank. Ja, und ich habe jetzt noch mal das Vergnügen auf Deutsch, unsere Keynote-Sprecherin anzukündigen, und zwar Mira Giorgio. Mira Giorgio ist Professorin für Medien und Kommunikation an der London School of Economics. Sie ist ja Autorin und Herausgeberin von 5 Büchern und mehr als 60 Aufsätzen in sogenannten Peer Journals, genau zum Thema Migration und Digitalisierung, zum Teil in der Verbindung Migration und Digitalisierung, zum Teil einfach Digitalisierung in verschiedenen Feldern insgesamt. Ihre Arbeiten wurden auf Englisch, Französisch, Portugiesisch, Japanisch und Griechisch veröffentlicht. Sie hat auch als Beraterin für eine Reihe regionaler und internationaler Organisationen gearbeitet, vor allem für den Europarat. Sie hat, sie ist Autorin für eine Reihe von nationalen, internationalen Medien. Und ich möchte an der Stelle, weil ich nicht die ganzen Artikel und Interviews hier aufzählen kann, die Mira zu dem Thema bereits veröffentlicht hat, möchte ich einfach auf ihre Bücher hinweisen. 2023 erschien von ihr Being Human in Digital Cities. Das ist das jüngste Buch, das ich euch ans Herz lege. Davor hat sie das Buch geschrieben, gemeinsam mit einer Kollegin Julia Raki, mit dem Titel The Digital Border, Migration Technology Power. Das ist natürlich die Grundlage für unseren heutigen Tag und auch für ihre Keynote. Sie hat herausgegeben The Sage Handbook of Media and Migration. Das war 2020 und angefangen, das ist wahrscheinlich das jüngste, knapp 10 Jahre her, hat sie mit einer Publikation, einem Buch Media in the City, Cosmopolitanism and Difference. Und das, was die Arbeit von Mira, und das werden wir auch gleich hier in der Keynote sicherlich nochmal nachvollziehen können, auszeichnet, dass sie das Verständnis von Technologien mit dem Verständnis von Mediaarbeit und der Analyse von Narrativen auf großartige Art und Weise verbindet. Ich freue mich sehr, dass du da bist.
Okay, so thank you all for being here. Vielen Dank für alle, dass Sie da sind. Ich bedanke mich für die Einladung. Danke ans Organisationsteam, Ines, Ninja, Franziska. Dankeschön an die HBS und ans Gunda-Werner-Institut natürlich. Ich denke, wir haben bereits interessante Denkanstöße vernommen. Ich werde mich auf einige darunter stützen, auf diese Argumente, die genannt worden sind, stützen. Erst einmal möchte ich auf das Buch hinweisen. Da war ich Co-Autorin mit meiner Kollegin Huliaraki Lili und ich habe auch nachgedacht über die Hauptherausforderungen, die mit KI und mit dem EU-KI-Gesetz einhergehen, nachgedacht und darüber möchte ich hier sprechen. Also, ich denke, wir haben alle schon solche Bilder gesehen, hier über die digitalisierten Grenzen, also dass darin Widersprüche mit einhergehen. Die meisten unter uns sind sich darüber bewusst, inwiefern staatliche Akteure die verschiedenen Infrastrukturen bereitgestellt hat, die nun zu dieser Digitalisierung geführt haben. Technologie dieser digitalisierten Grenzen, das ist schon recht lange da. Darüber beginnen wir nicht erst jetzt zu sprechen, aber in den letzten Jahrzehnten konnten wir sehen, inwieweit die digitalen Technologien immer mehr da geführt haben, Techniken zu entwickeln in Bezug auf die Grenzen. Sie sind nun integriert in eine Hightech-Infrastruktur einer Überwachung der Grenzen. Also es gibt hier biometrische Analysen, es gibt diese Drohnen ebenfalls, intelligente Systeme und digitale Grenzen. Da wird Datenanalyse vorgenommen, das ist das Herzstück. Es werden wahnsinnig viele Daten gesammelt an verschiedenen Punkten. Sie werden gespeichert, in transnationalen Sicherheitsdatenbanken gespeichert und dienen der grenzübergreifenden Kontrolle. Das bringt uns nun zu heute. Big Data, Biometrik und smarte Kamera, KI, hat nun eine sehr zentrale Rolle bei Innovation übernommen. Und KI, diesbezüglich müssen wir uns daran erinnern, dass es nichts Neues ist. Dass es nichts ist, was nur vom Einsatz her beschränkt ist auf bestimmte Anwendungen. Nein, es ist omnipräsent nahezu. KI, vor allem generative KI, wird mobilisiert in bestimmten Systemen zur Grenzüberwachung. KI hat eine zentrale Rolle übernommen bei Innovation, so erscheint es. Es sind automatisierte Systeme der Detektion, sobald es dort reguläre Bewegungen gibt. Und was besonders wichtig ist, es sind Operationen, die vorgenommen werden, bei denen auch viele Menschen gefährdet werden, gar zum Tode kommen. Und wir können es sehen. Zollbehörden zeigen auch, was genau ist gemeint mit der KI-kontrollierten Grenze. Also, es gibt die operative Effizienz und es gibt Nutzen, die daraus gezogen werden. Und häufig ist es nicht allein das, was wir hören über die Widersprüche, die mit den digitalen Grenzen einhergehen. Und hier nun haben wir die Chance, über diese Widersprüche zu reden, die mit den digitalen Grenzen einhergehen. Digitale Technologien, das heißt auch zugleich, dass die Technologien, die einerseits verwendet werden von den Behörden, um die MigrantInnen zu überwachen, häufig auch dieselben sind, die MigrantInnen verwenden, um weiterhin in Kontakt zu bleiben mit ihren Familienangehörigen und um sich miteinander auszutauschen. Und es ist ein Kampf, ein Machtkampf um Kontrolle und zugleich geht es ja auch um einen Kampf um Freihand.
migrantische AktivistInnen erinnern uns daran, die Grenzmarke auf Sicherheitsbedürfnisse ausgerichtet zu sein, aber just deswegen gehen da mit Herausforderungen einher, um hier Würde, Menschenrechte zu schützen. Also, ich möchte digitale Grenzen hier in diesen drei Dimensionen besprechen. Digitale Grenzen, Machttechniken, Kontrolltechniken, die es gibt, Techniken, die mobilisiert werden, um hier menschliche Mobilität zu überwachen. Vor allem geht es darum, aufzuzeigen, wie die Grenze immer mehr Raum einnimmt und überall hinführt und alles umfasst als eine große Außengrenze der EU, um alle europäischen Städte herum, europäischer Kontinent wird geschützt, ist überall präsent als eine Abgrenzung beispielsweise zu Afrika hin. Zweitens hin wollte ich darüber sprechen, Grenze als ein System der Regierungsführung. Auch hier gibt es die damit einhergehenden Widersprüche. Also es wird Sicherheit hiermit verwaltet, Rechte, Chancen werden hiermit gemanagt und zugleich im Namen der Sicherheit werden hier MigrantInnen dazu gebracht, dass sie sich größeren Risiken auszusetzen haben in Bezug auf ihre Würde und ihr eigenes Überleben. Und ich möchte ebenfalls hier über den EUKI, das EUKI-Gesetz sprechen, um zu zeigen, wie Kontrolle damit organisiert wird, dass es zugleich Widerstand gibt. Und es geht hier nicht darum, dass hier die Prozesse vereinfacht, beschleunigt werden. Es ist nicht nur Innovation, es ist hier auch eine politische Sache, wie man eben Menschen es schwerer macht, ihre Menschenrechte wahrnehmen zu können und Grenzen überwinden zu können. Also Stimmen, Erfahrungen von MigrantInnen möchte ich hiermit einbringen. Sie sind ja diejenigen, denen gegenüber diese Grenze errichtet worden ist. Und Stimmen, die sind aufgenommen worden von meinen MitarbeiterInnen bei der Forschung. In verschiedenen Kontexten wurde es aufgenommen, auch bei meiner Forschung überall in Europa. Und ich zeige, dass hier im klaren Bewusstsein darum, dass es hier Geschichten, Daten sind, die uns im Vertrauen übergeben worden ist, dass wir damit respektvoll umgehen. Und es wurde uns die Zustimmung erteilt, dass wir das hier mit Ihnen teilen dürfen, diese Geschichten. Okay. Gut. I don't have very intelligent visuals, I just. Ich habe jetzt nicht intelligente Bilder, die ich Ihnen zeigen kann, einfach Bilder. Also nicht welche, die sich bewegen. Infrastruktur, Kontrolle. Also die Grenze ist nichts Neues. Wir reden nicht darüber, weil plötzlich KI, Big Data in unser Leben aufgeploppt ist. Grenze war eine stabile Struktur, grundlegender Art der modernen Staaten und das schon seit langem. Und es wurde ausgebaut. Es gab Grenzen, die wurden nach Kriegen errichtet, um die Souveränität von Staaten klarzustellen und derzeit klarzustellen, wo die Gebietschaften der EU sind. Also historisches Wissen darum gibt es. Also Grenzen als eine stabile Linie, die Staaten voneinander abtrennen oder die EU abtrennen von dem, was die EU umgibt. Was wir nunmehr bemerken mit der Technologisierung der Grenzen ist, dass es hier wirklich darum geht, dass es mittlerweile mehr geworden ist. Wir sehen aufgrund der Digitalisierung, dass die
Grenzen nun zugleich unbeweglicher und mobiler geworden ist. Wir sehen es hier auf der Karte, es bewegt sich durch den Raum. Ich versuche noch zu erläutern, was ich damit meine. Es gibt verschiedene Kontrollpunkte, die extern liegen, beispielsweise im Sub-Sahara-Zone, also viele Kilometer vom EU-Gebiet entfernt, auch wenn man aufbricht. Zugleich sieht man, Smartphones werden verwendet von den MigrantInnen, von denjenigen, die sie kontrollieren, um ihre Bewegung mitzuverfolgen. Also es geht um die Kontrolle von Mobilität über Landesgebiete hinweg, durch die Zeit hindurch. Ich möchte klarer verdeutlichen, was ich hiermit sagen möchte. Digitalisierte Grenze sieht man, sieht, dass darin eine Technologie verwendet wird, um zu kontrollieren, wer die EU betritt, wer das Landesgebiet eines Landes betritt. An den Außengrenzen der EU sehen wir schon das erste Paradox der digitalen Grenze. Bestimmte Menschen dürfen hinüber, andere werden gestoppt. Beispielsweise digitalisierte Technologien wollen nahtlose, unsichtbare Grenzen sicherstellen für diejenigen, die das Recht haben, diese Grenzen zu überqueren. Data-Checks finden online statt, bevor Reisende tatsächlich die physische Grenze erreichen. Wird ein Scan vorgenommen ihrer biometrischen Daten. Sie haben möglichst wenig Kontakt mit den Kontrollkräften. Auch in Flughäfen soll es nun eine nur noch sehr schnelle Kontrolle geben. Die Außengrenzen zugleich werden nun hypervisibel für diejenigen, die das Überqueren der Grenzen mit Risiken einhergehen. Dort, wo MigrantInnen häufig eine Grenze übertreten, also in Nordgriechenland beispielsweise, da können wir sehen, die Grenze, die Technologie in den Flughäfen, sehen wir dieselbe Technologie, die verwendet wird, um die Grenze hypervisibel gar zu machen. Wir sehen die digitalen Technologien, wir sehen Beamtinnen und Beamte, die an und für sich einfach nur da sein sollten. Es gibt zugleich Hunden, also es gibt Technologien, die dazu führen, dass die Grenzen sichtbarer werden. Dieser erste Widerspruch zeigt, dass erstens Grenztechniken, es hat immer mit Beziehungen zu tun, verschiedene Arten von Rechten, verschiedene Arten von AkteurInnen, die die Grenze überschreiten dürfen oder nicht. Diese Techniken, es werden hier Profilanalysen vorgenommen zu den Personen, die Grenzen überschreiten. Es wird eine Risikoanalyse vorgenommen. Und es gibt eine Drittanalyse dieser Daten in Bezug auf die Personen, die die Grenze überschreiten. Und ich denke, das ist sehr wichtig, dass das quasi im Hintergrund passiert. Also häufig ist es unklar, wie unsere Datenprofile sich zusammensetzen und wie sie ausgewertet und genutzt werden. Häufig ist es so, und die meisten von uns haben wahrscheinlich auch solche Profile, häufig werden sie in transnationalen Datenbanken erstellt, die unterschiedliche Daten sammeln und von verschiedenen AkteurInnen, menschlichen und nichtmenschlichen, zusammengestellt werden. Und häufig ist es unklar, warum einige Individuen als Risiko betrachtet werden und andere nicht. Also werden einige als zu riskant betrachtet, weil sie andere geschädigt haben oder weil sie an Demokratieprotesten in ihrem Land teilgenommen haben, oder liegt es an ihrer Herkunft, ihrer Ethnie oder anderen Aspekten? Also nicht einmal diejenigen, die verantwortlich sind, wissen häufig eine Antwort auf diese Frage. Was wir aber wissen ist, dass die Grenzgovernance versucht, Menschen zu kategorisieren und Daten aufgrund von potenziellen Risiken
zu bewerten und nicht aufgrund der Menschen. Also der zweite Widerspruch ist die Elastizität in Zeit und Raum dieser Grenzen. Die digitale Grenze ist heutzutage viel mehr als diese normalen Grenzpunkte. Heute bewegen sich die Grenzen mit den MigrantInnen über die Territorien und auch mit denjenigen, die das in der Zukunft vorhaben, also vorhaben zu migrieren. Was meine ich damit? Also die Grenzen wandern sowohl innerhalb der Staaten und über Staaten hinweg. Also wir wissen heutzutage viel stärker, dass die Grenzen nicht nur durch die Grenzregime umgesetzt werden, sondern auch über die Governance in Städten, Gesundheit, Wohnraum und so weiter. Insbesondere Städte werden Orte von unendlichen Grenzen, wo MigrantInnen und andere Minderheiten ihr Leben aufbauen müssen, während sie aber immer weiter überwacht werden. Wie Ben Green in einer jüngsten Veröffentlichung angemerkt hat, es ist so, dass die Smart Cities es gegenwärtig fast unmöglich machen, verfolgt zu werden, also dass Daten gesammelt werden. Und Amnesty International hat ebenfalls gezeigt, dass wir hier die gleiche Gesichtserkennungstechnologie und prädiktive Polizeiinstrumente haben, von London bis nach Hebron, mit dem Ziel, Menschen zu identifizieren und vielleicht auch zu verfolgen. Und insbesondere rassifizierte Personen, deren bloße Existenz als Risiko betrachtet wird. Also die tägliche Überwachung führt zu Datenprofilen von Individuen, die als Risiko betrachtet werden. Und ich habe ja vor kurzem über die Ausnahme dieses Gesetzes in Europa beschrieben in Bezug auf den Datenschutz und den Schutz von Individuen. Jetzt möchte ich aber einige der Erfahrungen mit Ihnen teilen, die diese Ausdehnung der Grenzen innerhalb der europäischen Städte beschreibt. Meine KollegInnen und ich haben wiederholt innerhalb unseres grenzüberschreitenden Projektes in Europa erfahren, dass viele MigrantInnen in europäischen Städten bestimmte Dinge erfahren. Es wird erwartet, dass sie ihrem Datenprofil entsprechen, das an der Außengrenze erstellt wurde, als sie Europa betreten haben. Aber dieses Profil wird weiter durch ihr tägliches Agieren in den Städten gefüttert und gefüllt. In unserer Forschung haben wir also gezeigt, dass die Grenzen nicht nur über den Raum sich ausdehnen, sondern auch über die Zeit. Für viele MigrantInnen kann diese Grenze zu jedem Zeitpunkt in ihrem Leben erscheinen. Beispielsweise hat eine junge Syrerin in London beschrieben, dass sie immer das Gefühl hat, dass sie performen muss, also eben das leisten muss, was die Regierung von ihr erwartet, um zu dem Schluss zu kommen, dass Syrerinnen und syrische Flüchtende gute Menschen sind. Also, die Person hat uns erklärt, dass sie zwar dankbar ist, Asyl in Großbritannien bekommen zu haben, aber immer das Gefühl hat, einen Beitrag zur Gesellschaft leisten zu müssen. Und das bedeutet natürlich, obwohl es finanzielle Probleme gibt, dass diese Person sich bereit erklärt hat, kostenlos in einem Laden zu arbeiten, damit das Jobcenter quasi diese Daten weitergeben kann und die in seinem Fall, in den Asylfall mit einfließt, wo dann festgestellt wird, naja, er ist ein guter Mensch, eine gute Person und das beeinflusst das Verfahren. Wir haben auch von vielen anderen gehört, dass sie zum Beispiel zögerlich sind, Gesundheitsversorgung in Anspruch zu nehmen, weil sie Angst haben, dass diese Daten wiederum auch eingespeist werden. Häufig ist diese Angst unbegründet, aber diese Verbreitung von Daten innerhalb dieses Grenzregimes hat dazu geführt. Also es gibt Gerüchte,
Punkte. Und da wird davon ausgegangen, dass hier Informationen, auch falsche Informationen über Migration verbreitet werden. Und das akkumuliert sich, wenn die Entscheidungsträger nicht transparent sind und agieren und wenn es ein strafendes System gibt, das aus diesem Profilerstellungssystem resultiert und das viele aber wiederum nicht verstehen. Es wird aber trotzdem entsprechend gehandelt. Viele Teilnehmenden haben erklärt, dass sie das Gefühl haben, dass sich die Grenzen mit ihnen bewegen, insbesondere wenn sie ein Smartphone benutzen. Also mindestens 3 Teilnehmende in Berlin haben uns gesagt, dass sie sehr vorsichtig sind, wenn es darum geht, über soziale Medien sich auszutauschen. Denn sie wissen, dass zu jeder Zeit ihre digitalen Profile beobachtet werden könnten. Also diese Grenzen sind nicht nur intern, sondern auch extern. Die Externalisierung der europäischen Grenze findet statt aufgrund einiger Abkommen der EU und vieler Länder außerhalb der EU, beispielsweise im Gebiet Subsahara-Afrika, wo es quasi stellvertretende Grenzkontrollen gibt. Dort wird eine digitale Infrastruktur eingerichtet und sie werden geschult, um potenzielle MigrantInnen davon abzuhalten, nach Europa zu kommen. Und das sollen sie erreichen, obwohl sie Tausende von Kilometern von der EU entfernt sind. Also wir wissen, dass die Externalisierung der Grenzen dazu führt, dass Menschenrechte verletzt werden und die Einhaltung der Rechte schwieriger zu überprüfen ist. Datenbanken und häufig auch privatwirtschaftliche Unternehmen kontrollieren diese Infrastruktur der externalisierten Grenzen und haben viel mehr Macht über die Entscheidung von Tausenden von Menschenleben heute und in der Zukunft. Also es kommt zu einer unvorhersagbaren Temporalität in ihrem Leben. Über Zeit und Raum hinweg ist es so, dass diese Daten und diejenigen, die diese Daten managen, Macht haben. Und diese Macht ist häufig sehr umfassend und viel größer als die von öffentlichen Einrichtungen und AkteurInnen, die bestimmte Verantwortlichkeiten haben und rechenschaftspflichtig gegenüber den StaatsbürgerInnen sind. Also, es geht um die Komplexität der digitalen Grenzen auch in diesem Vortrag und ich habe jetzt versucht, diese Elastizität in Bezug auf Zeit und Raum zu beschreiben und die Art und Weise, wie digitale Instrumente verwandt werden, um die Grenzen elastisch, relational und mobil zu gestalten. Und jetzt möchte ich etwas mehr über die digitalen Grenzen und die inhärenten Widersprüche sprechen. Diese Widersprüche sind am stärksten sichtbar in der Verantwortung, dass die Grenze gegenwärtig ein Mechanismus ist, um Sicherheit zu gewährleisten, aber auch Rechte zu gewähren. Es ist ein nationaler oder europäischer Sicherheitsmechanismus und dadurch wird die Grenze zu einem Klassifizierungsmittel, die die Staaten nutzen. Und wir sollten daran denken, dass dies nicht immer so war. Während die Migration über lange Zeit genutzt wurde, um zu diskriminieren, ist es so, dass die Migration heute so wie sie heute betrachtet wird, ein sehr junges Phänomen ist, dass sie nämlich ein Risiko darstellt. Also man muss nur einige Jahrzehnte zurückblicken, um zu sehen, wie die Migration im öffentlichen Diskurs betrachtet wurde. Das heißt, die Sicherheitsaspekte und die Verbindung von Migration und Sicherheitsfragen ist eher jung und wird intensiviert, hat auch zu tun mit Islamophobie und rechtsgerichteter Politik. Das haben wir natürlich auch bei den jüngsten Wahlen gesehen. Das heißt, in diesem politischen Streben nach mehr Sicherheit wird das Ganze natürlich immer komplexer, aber die Grenzen werden auch gleichzeitig elastischer. Das Asyl beispielsweise, das Recht, Asyl zu beantragen als flüchtende Person, wird
als eine Frage von Rechten, aber auch der Sicherheit betrachtet. Staatsbürgerliche Rechte sind in einigen europäischen Ländern nicht mehr fürs ganze Leben gegeben. Zumindest nicht für diejenigen, deren Blut als nicht ursprünglich einheimisch betrachtet wird. Das heißt, in Großbritannien ist es so, dass wenn man einen migrantischen Hintergrund hat und ein Staatsbürger ist, selbst wenn auch die Eltern einen Migrationshintergrund haben, kann es sein, dass man seine Staatsbürgerschaft verliert, sobald man als Bedrohung betrachtet wird. Und das ist vor kurzem passiert. Ein Mädchen, das niemals in dem Land gelebt hat, aus dem ihre Eltern kamen, dem wurde gesagt, sie ist jetzt keine britische Staatsbürgerin mehr, weil sie eine Bedrohung darstellt. Das heißt, die Konvergenz von Sicherheit und Rechten bedeutet, dass, so wie Yuval Davis und KollegInnen gesagt haben, dass es hier eine Verbindung gibt zwischen unterschiedlichen Konstruktionen der Identität, die an die Staatsbürgerschaft geknüpft werden oder nicht. Was bedeutet das für die MigrantInnen, die eine Staatsbürgerschaft beantragen und erhalten wollen? Also ich komme wieder zurück zu einigen TeilnehmerInnen, insbesondere auch hier in Berlin. Also die an unserem Projekt beteiligt waren. Ein Projekt, das versucht hat, die Politik der digitalen Grenze und die Erfahrungen derjenigen zu betrachten, die über diese Grenze kommen. Und zwar insbesondere im Jahr 2015, wo wir die sogenannte Krise erlebt haben. Also viele der Personen, mit denen wir zu tun hatten, waren syrische Flüchtende, die von dem System profitiert haben, die ihr Recht auf Asyl gewahrt sahen und die auch in der Lage waren, sich niederzulassen, beispielsweise auch in dieser Stadt, um ein Leben aufzubauen. Viele kamen ja, nachdem sie ein Trauma erlitten hatten und erlebt haben. Eine dieser Personen ist Ali, eine Transgender-Person aus Syrien. Und hier sind einige Worte, die diese widersprüchliche Erfahrung an der Grenze beschreiben und sowohl Wut als auch Erleichterung beschreiben. Also Ali hat uns gesagt, ja, der deutsche Staat hat meine Operation, meine Transitionsoperation bezahlt und dafür bin ich sehr dankbar. Dafür bin ich Deutschland dankbar, aber nicht für den Rest. Also für den Rest danke ich Deutschland nicht. Ich bin so müde von allem, von der syrischen Gemeinschaft, von der deutschen Regierung, von allem. Man kommt an einen Punkt, an dem man nichts mehr um sich herum vertrauen kann. Ich weiß nicht, wie man das nennt, aber es ist wirklich anstrengend und ermüdend. Die Frage, warum, hängt über allem. Man sieht keine Rechtfertigung mehr für die Dinge um einen herum. Warum eigentlich? Vielleicht, weil wir Teil eines größeren Spiels sind. Vielleicht, weil politisch alles das Ergebnis einer bestimmten Agenda ist. Sogar unser Kommen hierher, weil Deutschland Arbeiter will, mehr Leute, die Steuern zahlen. Und okay, das werde ich tun, aber behandelt uns gut. Eine andere Teilnehmerin, Malaka, war in der Lage, in Berlin hier eine erfolgreiche Karriere als Köchin aufzubauen. Und sie hat jetzt einige Vorteile eines guten Lebens hier. Natürlich der berufliche Erfolg, darauf ist sie sehr stolz, aber auch die Anerkennung ihres Talents. Und das ist natürlich auch sehr gut, aber diese Anerkennung scheint mit hohen Kosten in Verbindung zu stehen. Sie hat uns gesagt, dass sie immer das Gefühl hat, dass sie sich beweisen muss. Wir haben sie gefragt, was musst du denn beweisen oder was ist dein Gefühl, was musst du beweisen? Also ich muss beweisen, dass wir nicht so sind, wie die Medien uns hier beschreiben. Also das ist etwas, was insbesondere Syrerinnen und Syrer erleben. Wir sind keine Kriminellen, wir nehmen kein Geld vom Staat. Die Medien sind voll von solchen Narrativen. Auch die Deutschen schauen sich um und denken, dass wir ihre Steuern nutzen, um
einfach in Restaurants zu gehen, dort zu essen und auszugehen. Also wir sind nicht hier, um ihr Geld auszugeben. Wir sind dem Krieg entflohen und wir sind Unternehmen, also wir wollen selbstständig sein. Wir wollen auf eigenen Beinen stehen und ich bin stolz darauf, dass es mir gelungen ist, das auch zu zeigen. Die Medien zirkulieren Narrative von MigrantInnen in der Form, dass sie entweder Opfer sind oder Täter sind und verlängern dadurch die Grenzen und erinnern die Staatsbürger und diejenigen, die es nicht sind, egal was MigrantInnen erreichen und was sie schaffen, dass die Grenzen sie immer noch trennt als rassifizierte andere von den StaatsbürgerInnen. Also wir sehen hier, was Yuval Davidson und KollegInnen die tägliche Grenze nennt, die Prozesse einer intersektionalen Manifestation dessen, was hier trennend ist, diejenigen, die dazugehören und diejenigen, die nicht dazugehören. Im Falle von Alice sehen wir, wie dieses Gefühl des Nicht-Dazugehörens immer als etwas betrachtet wird, dass man quasi außerhalb steht, außerhalb der Gemeinschaft und abgegrenzt ist. Und mit ihren Worten ist es so, dass diese Grenze symbolisch betrachtet immer das Anderssein verstärkt. Sowohl Malaka als auch Ali sagen, wie die nationale Politik der Identität von ihnen verlangt, dass sie eine performative Flüchten sind, das widerspiegeln. Also es geht darum, wie und was sie leisten in Bezug auf Geschlecht, Klasse und so weiter, dass sie das immer widerspiegeln müssen, immer dabei aber gleichzeitig dankbare Flüchtende sein müssen. Also diese Beispiele zeigen, wie die digitale Grenze symbolisch funktioniert. Aber die digitale Grenze funktioniert auch in Bezug auf das Territorium. Jeden Tag in unserer Kommunikation, in der Taschengröße unserer Smartphones, wird die Technologie selbst zu der Nekropolitik der Grenze. Also interessanterweise ist es so, dass die Grenzen Europas heute viel gefährlicher sind durch die Digitalisierung und die unterschiedlichen Überwachungsmethoden gegenüber 2015 und der direkten Zeit danach. Also wenn man Forschung in Europa über die ganzen Jahre hinaus durchführt, stellt man fest, dass 2015 und 2016 vermehrt unterschiedliche MigrantInnen die Smartphones als lebensrettende Technologie genutzt haben beim Grenzübertritt. Und auch es gab auch viele Geschichten darüber, wie staatliche und nichtstaatliche Akteure diese Technologien genutzt haben, also GPS-Technologien der Smartphones, um die flüchtenden und gefährdeten Personen zu unterstützen. In der jüngsten Vergangenheit habe ich genau das Gegenteil gehört und gegenteilige Geschichten gehört. Das Smartphone, was Leben rettet, ist nun ein Instrument, das Leben bedroht. Wir haben junge MigrantInnen interviewt im Rahmen eines Projekts, das ich mit meinen MitarbeiterInnen durchgeführt habe in meinem Forschungsprojekt. Und hier sehr bewegend, das hat hier eine Teenagerin uns folgendes Statement abgegeben: Weil wir illegal eingereist sind, da haben sie uns gesagt, dass wir kein Telefon haben dürfen. Generell, nicht nur, wenn wir die Grenze überschritten haben. Ich habe es im Libanon zurückgelassen und niemand hatte ein Telefon. An der Grenze haben sie etwas zum Überwachen, einen Radar, und so erkennen sie Handys. Niemand hatte ein Mobiltelefon. Es war schwierig in dieser Zeit, kein Telefon zu haben. Meine Mutter war sehr besorgt um uns. Ich habe mir auch Sorgen gemacht um meine Mutter. Sie wusste nichts über uns, denn sie hatte in den Nachrichten in Syrien gelesen, dass einige Menschen bei der Überfahrt nach Europa gestorben waren oder dass einige Menschen gestorben sind, weil sie erschossen wurden. Es war sehr gefährlich, das konnte sie so lesen, weil sie im Meer erschossen wurden. Sie starben.
Ich kann nicht sagen, wie oft ich solche Geschichten in den letzten Jahren gehört habe, während ich meine Forschung innerhalb Europas durchgeführt habe. Es war gar noch bewegender zum Teil, eben just weil die Aussagen von ganz jungen Personen stammten. Eine weitere Geschichte, da ging es um den Tod eines Freundes und das hat ein Junge erzählt, das Handy wegzuschmeißen, ist diejenigen, die sich mit Digitalität auskennen, die dort sozusagen in der Lage sind, korrekt zu lesen. Technologie, das ist etwas, was damit zu tun hat, ob man tatsächlich seine Grenze sicher erreichen kann. Technologie funktioniert für die Grenze, aber was ist der Preis dafür? Und somit komme ich zum letzten Teil meines Vortrags. Technologische Innovationen, inwieweit wurden sie zur Erzeugung eines Ausnahmezustands für MigrantInnen verwendet, zu der Stellung eines Ausnahmezustands und wie weit das eine Gefahr darstellt für die MigrantInnen, für Grassroots-Organisationen. Sehr viele ForscherInnen, Dana Boy, Stefan Emiliana, haben es kürzlich belegt. Sie bewegen sich in einem Kreis von technischen Lösungen. Innovationen sollen hier Lösung sein, um vielschichtige Probleme zu lösen, so wie eben die menschliche Mobilität im Zusammenhang der Migration. Wenn wir wieder hier auf die digitalen Grenzen zurückkommen, Technologien werden verwendet, um Probleme anzugehen, die ansonsten nicht existieren. Hier die sogenannte Welle von MigrantInnen oder es wird verwendet für Probleme, die nichts mit Technologie zu tun haben. Ungleichheit, Polarisierung ergeben sich daraus. Technolösungen, sie führen dazu, dass öffentliche EntscheidungsträgerInnen beeinflusst werden. Es wird vorgegeben als etwas Neutrales, Effizientes. Technologien wurden verwendet als die ideale Art, wahre Probleme anzugehen. Aber in verschiedenen Feldern sieht man, dass sich das durchaus auch anders darstellt und auch bei der Art des Umgangs mit der Migration. Wir sind nun genau in dieser kritischen Phase. Wir denken über Technologie, über technologischen Wandel auf eine bestimmte Art und Weise in Europa nach, gerade wenn es hier um diese neue Art von Anwendung technologischer Lösungen geht. Wir sehen, es gibt einerseits neue Regeln, die auferstellt werden sollen für diejenigen, die technologische Lösungen verkaufen in verschiedenen Teilen der Welt. Da gibt es verschiedene Kampagnen, die stattfinden, da eigentlich BürgerInnen geschützt werden sollen vor Übergriffen mit digitalen Daten, wie zum Beispiel das EU-KI-Gesetz. Es soll hier darum gehen, dass man die Macht der Tech-Giganten eigentlich begrenzen möchte. Aber dieser Ausnahmezustand auf der anderen Seite wurde hier eingeführt. Und das erinnert uns stark daran, dass hier nicht alle Menschen den gleichen Anspruch auf Leben und Würde haben. Also EU-KI-Gesetz, es gibt weitere Rahmenwerke, mit denen man versucht, Digitalisierung einzugrenzen, zu kontrollieren. Aber hier sehen wir, wie es eindeutig zu einer Beschneidung gibt der Rechte, wenn wir uns wegbewegen vom EU-KI-Gesetz. Wir wissen, in vielen Ländern MigrantInnen, Asylsuchende haben keinen Anspruch mehr auf privaten Datenschutz, das im Namen der nationalen Sicherheit oder einfach nur, weil dies insgesamt zur allgemeinen Migrationspolitik gehört. Soziale Medien, Smartphones in vielen europäischen
Ländern kann man sie damit zu jedem Zeitpunkt screenen, überwachen, wenn jemand von einer Behörde als verdächtig eingeschätzt wird. Erst vor wenigen Wochen hat eine Kollegin an Folgendes erinnert: Die Rechte der Asylsuchenden werden untergangen. Sie müssen ihre Telefone für wenige Zwecke bekannt geben in verschiedenen EU-Ländern. Und wir hören auch, dass in Deutschland, dass die Smartphones von Asylsuchenden beschlagnahmt werden können, zu jedem Zeitpunkt, um vom Staat durchforscht zu werden und auch von privaten Unternehmen, die mit dem Staat zusammenarbeiten, analysiert zu werden. Die Technologien, die an Grenzen verwendet werden vom Staat, von der EU, sie wurden vorher an Bevölkerungsgruppen ausprobiert und es wurde nicht wirklich dafür Sorge getragen, ob sie dafür ihre Zustimmung erteilt haben. Gesichtserkennungsprogramme wurden beispielsweise zuerst an Geflüchteten aus dem Mittleren Orient getestet. Und die MigrantInnen selbst, sehr viele MigrantInnen natürlich, sind sich darüber bewusst, was für eine Macht diese Technik hat, die an den Grenzen verwendet wird. Und dass es ihr Recht auf Leben an und für sich gar zu beschneiden vermag. In Felduntersuchungen haben wir gesehen, dass die Geflüchteten mehrere soziale Profile in den Medien verwenden. Das ist ihre Art zu versuchen, sich hier zu entziehen der Kontrolle. Es ist Widerstand und es ist hier ein wichtiger Akt des Widerstands. Das haben wir in der Forschung belegt. Es gibt willkürliche Urteile, die getroffen werden in Bezug auf das Leben von Menschen. Das alles auf der Grundlage von Daten, die Personen austauschen auf sozialen Medien und die dann verwendet werden können für verschiedene Zwecke. Wir wissen beispielsweise, viele europäische Länder gewähren Asyl nur zu LGBTQI-BewerberInnen, wenn sie mittels ihres Smartphones beweisen können, dass sie in LGBTQI-Aktivitäten involviert sind. Das ist gefährlich. Es ist gefährlich für die Demokratie. Es ist eine Bedrohung. Wir haben das immer wieder gesehen. Dass wenn all dieses normalisiert wird für EntscheidungsträgerInnen, dann gibt es bestimmte Stimmen, Behauptungen, die hier Raum finden, die ansonsten keine Zustimmung finden würden. MigrantInnen lassen sich ein auf Widerstandsaktionen, aber das hat natürlich seinen Preis. Diese Preise sind oft sehr hoch, beispielsweise diejenigen, die ihr Handy auf hoher See wegschmeißen oder sie versuchen, dass man sie nicht mit Fingerabdrücken identifizieren kann und verbrennen deswegen die Innenflächen ihrer Finger. Also es sind Akte des Widerstands, die Zivilgesellschaft möchte diesen digitalen Ausnahmezustand nicht hinnehmen. Es ist ein Fall geworden. Man versucht darauf hinzuweisen, man möchte das unterstützen, wenn es einen Widerstand gibt gegen diese Kontrolle an digitalen Grenzen. Hashtag Protect. Zivilgesellschaftliche Koalition. Es gibt ja ein Gesetz, davon sind MigrantInnen ausgenommen. Die Schwächsten sind hier betroffen, die eigentlich gerade diejenigen sind, die an und für sich viel mehr Schutz erhalten sollten. Beispielsweise wird auch gezeigt, dass es prädiktive Instrumente gibt. Damit kann man ein Pushback bewerkstelligen von bestimmten Geflüchteten, indem man gleich vorab urteilt, dass sie keinen Schutz verdienen. Auch im Gesetz gibt es
keine Einschränkungen in Bezug auf den Einsatz von Lügendetektoren, die ebenfalls an der Grenze verwendet werden. Im Gesetz wird auch wenig dazu gesagt, wenn es Risiken gibt, die damit einhergeht, mit diesen Instrumenten zur Prognose. Hier werden akkumulierte Daten ausgewertet in einer Art und Weise. Kaum wissen wir, auf welcher Grundlage das geschieht. Es geht darum, dass hier ebenfalls Diskriminierung stattfindet aufgrund der Nichtbeachtung bestimmter Kriterien. Als eine Schlussfolgerung möchte ich hier mit Ihnen noch einige Fragen teilen. Ich habe versucht, hier klarzustellen, digitale Grenze, es ist ein Zusammenspiel von menschlichen, nichtmenschlichen AkteurInnen, diejenigen, die die Grenze bewachen. Big Tech, Smartphones, smarte Kameras spielen hier eine Rolle. Und es steht hier sehr viel auf dem Spiel für die Zukunft, für diejenigen, die diese Grenze zu überqueren haben, um vor einem Krieg zu fliehen beispielsweise, und für die Zukunft einer Gesellschaft wie der europäischen Gesellschaft. Hier gibt es die Frage, inwieweit morale Werte in der Zukunft außer Acht gelassen werden sollen. Es hat sich hier entwickelt durch die Geschichte hin, und nun gibt es hier die Migration. Es ist ein Spektrum, es ist geprägt von einer Politik, die von Ausländerhass geprägt ist oder von Ablehnung von Islamismus, und all dieses gilt nun als angenommen. Es ist eine Krise, es wird hier alles verkauft unter dem Deckel der digitalen Lösungen. Migration sei eine Krise, und mit digitalen Lösungen könnte man das Ganze lösen. Aber letztlich die Rechenschaftspflicht wird verlegt, die Grenze, die verschiedenen Techniken, die dort eingebracht wird, sie werden hier unterschieden, die Menschen, die ankommen, nach Eigenschaften wie ihrer Herkunft, wie ihrer ethnischen und geschlechtlichen Zugehörigkeit. Und sie werden hier nicht mehr als Menschen behandelt, sondern eben auch wie Maschinen, und die Rechte werden außer Acht gelassen. Wenn wir so viele Technologien haben, die an und für sich Leben retten sollen, sehen wir, dass immer mehr Leben verloren gehen, wenn es darum geht, diese Grenze zu überqueren. Das ist damit gemeint, wenn wir von einer Nekropolitik der Grenzen sprechen. Und wir sehen Umgang mit Migration, all dies wird nun automatisierten Systemen überlassen. Und zugleich, auch das hier ist eher zynisch, Technologie der Grenzen, das wird ausgestattet mit Kriegsinstrumenten. Es werden smarte Bomben, smarte Grenzen gleichzeitig entwickelt von bestimmten Unternehmen. Und Smartness wird überall eingefordert und als eine Errungenschaft dargestellt. Die Fragen, die sich daraus für mich ergeben, da geht es erst einmal über Verantwortung. Also digitale Grenze, wer trägt dafür die Verantwortung? Und wie können wir die Risiken und den Nutzen verstehen, der daraus entstehen soll für uns, und auch mit diesen digitalen Innovationen? Und was können wir lernen, was können wir gewinnen, was verlieren wir,
wenn wir die Geschichte der Migration, die Geschichte Europas zu erzählen haben, wenn all dies damit beginnt, endet, dass wir hier von Technologie sprechen und dass es da eine bestimmte Angst gibt, die damit einhergeht. Die Geschichte der Migration, die Geschichte Europas, wäre sie anders, wenn wir nun damit beginnen, Überlegungen anzustreben, die Grundrechte und Werte unserer westlichen Gesellschaft mit einbeziehen würden. Vielen Dank. Yeah, thank you so much for this. Ja, vielen herzlichen Dank für diese großartige Reise, auf die Sie uns mitgenommen haben. Und dass Sie uns einen ersten Überblick über die gesamten Widersprüche in Zusammenhang mit der Technologie gegeben haben. Jetzt ist es die Zeit für Fragen und Antworten. Also bereiten Sie gerne Fragen vor hier im Publikum. Und während Sie sich vorbereiten, fange ich mal mit einer eigenen Frage an. Also in Bezug auf Ihre Forschung, also Sie machen ja diese Forschung jetzt seit vielen Jahren und Sie haben ja auch beschrieben, wie die Atmosphäre ist, dass diese immer feindlicher wird, dass immer mehr Leben verloren gehen. Welche Auswirkungen hat diese Feindseligkeit auf Ihre Forschung? Gibt es da Auswirkungen? Vielen Dank. Hört man mich? Ja, gut, danke. Also die Auswirkungen dieser Feindseligkeit auf meine Forschung. Naja, zunächst einmal ist es so, dass die Feindseligkeit natürlich Auswirkungen auf die Leben von Menschen hat, mit denen wir uns befassen. Und natürlich als Forschende ist es so, dass wir natürlich auch unsere Verantwortung sehen, wenn wir mit Menschen zu tun haben, deren Leben immer stärker gefährdet wird. Und ich möchte auch betonen, dass die Würde der Menschen auch gefährdet ist. Wir sollten also nicht nur über das nackte Leben nachdenken, sondern auch die Würde der Menschen. Also welchen Beitrag kann man mit der eigenen Forschung leisten? Das fragen wir uns natürlich immer. Also es gibt eine Verantwortung hier und natürlich auch emotionale Aspekte, aber ich denke, wir lernen daraus auch etwas aus dieser Transformation zur digitalen Grenze. Und die Transformation zur digitalen Grenze, da geht es weniger um die Transformation durch die Technologie, sondern vielmehr auch um die Transformation der Politik, die mit Migration in Zusammenhang steht. Und ich hoffe, dass das auch rübergekommen ist. Wenn wir über die Technologie nachdenken, dann ist es wichtig, wie die Technologie mobilisiert wird, wie sie genutzt wird. Also man kann Technologie nutzen, um Leben zu retten oder auch um Menschen komplett zu überwachen oder Menschenleben zu zerstören. Also man muss eigentlich eher sich über den globalen Wandel und auch Änderungen in Europa und Deutschland nachdenken. Vielen Dank. Gibt es Fragen? Meine Kollegin Mono hat ein Mikrofon dabei, da können Sie dann hineinsprechen. Vielleicht stellen Sie sich selbst kurz vor, damit wir wissen, mit wem wir sprechen. Ich bin Christina Korte, ich arbeite in der Stiftung Wissenschaft und Politik, ein Forschungsinstitut. Und ja, vielen herzlichen Dank für den Vortrag. Sie haben ja das KI-Gesetz angesprochen und ich habe mich gefragt, ob Sie da vielleicht noch etwas mehr ins Detail gehen können, ob das etwas für die Grenzkontrollen ändert und ob Sie Beispiele dafür haben, also für konkrete Veränderungen. Vielen Dank. Also natürlich bin ich keine Rechtsexpertin, wir haben ja Rechtsexpertinnen hier im Raum, aber ich denke, da gibt es etwas ganz besonders Spezifisches und auch etwas Allgemeineres, was man als Nicht-Expertin auch ansprechen kann in Bezug auf das KI-Gesetz. Also der eine Punkt ist, dass wir natürlich das Ganze im Zusammenhang mit der Kontinuität der digitalen Politik betrachten sollen. Also hier spiegelt sich die Erkenntnis der EU wieder und auch die Bedenken, die Sorgen in Bezug auf technologische Innovation in Zusammenhang mit der mit staatsbürgerlichen Rechten, mit dem Schutz vor Schädigung durch
diese Technologie und dann auch eine gewisse Kontinuität, wenn es um die Ausnahme geht, die Ausnahme von MigrantInnen, also dass man festlegt, dass es Unterschiede gibt zwischen EuropäerInnen und MigrantInnen. Und das scheint auch wieder zu spiegeln, dass es eine Art der Normalisierung gibt, dass bestimmte Menschengruppen einfach ausgeschlossen werden dürfen. Und wir wissen eigentlich gar nicht genau, warum diese Gruppen ausgeschlossen werden. Das wird einfach ganz normal, dass MigrantInnen hier ausgeschlossen werden können von Datenschutzvorkehrungen, von Schutz vor missbräuchlichem KI-Einsatz und Ähnlichem. Also da gibt es diesen Widerspruch und ich denke, dass es auch Kampagnen gibt, die diesbezüglich organisiert wurden und die das Ganze auch verdeutlichen. Und ganz kurz noch, und also das ist der allgemeine Trend und dann noch ganz spezifisch, das hat mit der Intensivierung zu tun. Also es gibt diese gute Seite des Gesetzes und die Herausforderung, was aber die Grenzen angeht, besteht darin, dass das KI-Gesetz tatsächlich diese sehr undurchsichtige Technologie ermöglicht. Und das ist natürlich eine größere Herausforderung für uns noch, weil wir nicht wissen, wie sie funktioniert, insbesondere nicht im Zusammenhang mit der Migration und was für Auswirkungen diese Technologie das dann dort hat. Also es kann Auswirkungen haben, von denen wir noch gar keine Ahnung haben. Vielen herzlichen Dank. Ich möchte dem Publikum jetzt nur auch noch weiter Raum geben. Ich möchte auch sagen, wenn Sie eine Frage auf Deutsch stellen möchten, können Sie das machen. Wir haben Verdolmetschung. Also bitte tun Sie das ruhig. Hier haben wir eine Frage und dann hier vorne. Hallo, mein Name ist Ulrike Petersen. Ich bin Studentin der Friedensstudien in der IFSH Hamburg. Vielen herzlichen Dank für den großartigen Vortrag. Ich habe gerade meine Masterarbeit abgeschlossen, wo ich mit Menschen gesprochen habe, die so wenig wie möglich auf Google, Amazon etc. abhängig sein wollen, also die quasi so frei wie möglich ohne diese digitalen Tools leben möchten. Und ich habe mich gefragt, wenn die MigrantInnen ihre Telefone absichtlich wegwerfen und dann nach Europa kommen, ist das dann schädlicher für sie oder weniger schädlich, wenn sie in den sozialen Medien präsent sind? Also wenn man sieht, dass sie ein aktives Leben haben und man sehen kann, wie gut sie sind, natürlich in Anführungsstrichen, ist das nicht gut. Und das Zweite ist, wird in Europa oder in der EU eine Chatkontrolle eingeführt? Wie denken Sie, wird das die Situation der MigrantInnen weiter beeinflussen? Werden die Menschen dann die Möglichkeit haben, beziehungsweise wird jede Polizeistation die Möglichkeit haben, ihre ganzen Chatverläufe zu lesen? Vielen Dank. Vielleicht nehmen wir noch eine weitere Frage hier vorne, Francesca. Vielen Dank. Nur ganz kurz, Sie haben ja auch über die Staatsbürgerschaft gesprochen. Oder verändert sich das, die Ansichten über Staatsbürgerschaft mit Blick auf die digitalen Grenzen? Und wenn das so ist, wie? Vielen Dank. Ich versuche mich jetzt kurz zu fassen. Also, das Recht, sich abzukoppeln sozusagen oder auszuschalten, verringert das die Risiken gegenüber immer online zu sein? Naja, das ist ein Gespräch, das ich sehr häufig mit KollegInnen führe, auch in Bezug auf die kritischen Datenstudien, die wir in meinem Bereich durchführen. Also meiner Erfahrung nach ist mit MigrantInnen und anderen rassifizierten Gruppen, ist, dass dieses Recht, eben nicht online zu sein, entwickelt sich weiter. Und das ist natürlich auch sehr wichtig und konstruktiv. Aber das berücksichtigt nicht die Tatsache, dass diejenigen, die ausgegrenzt sind, dass die natürlich viel stärker von den digitalen Netzwerken abhängig sind. Also es sind die Menschen, die stärker gefährdet sind, die eben auch stärker von diesen Technologien abhängig sind. Also ja, viele MigrantInnen wären vielleicht sicherer, wenn sie nicht immer in den sozialen Medien präsent wären. Aber gleichzeitig ist es so, dass quasi Verwandte oder ihre Mutter will, dass sie in den sozialen Medien aktiv sind, weil sie sich vielleicht seit 5 Jahren nicht mehr sehen konnten. Also die Digitalisierung
macht diese Unfähigkeit der Macht der großen Tech-Unternehmen zu widerstehen noch stärker. Und ich denke, diese vollständige Überwachung der persönlichen Nachrichten und der Chatverläufe, was das angeht, naja, also es gibt viele Hinweise darauf, dass es wirklich die Menschen am Rande sind, die stärker überwacht werden, also die ausgegrenzt, die stärker überwacht sind und bei denen eine größere Gefahr besteht, also sie stärker gefährdet sind. Wir sind natürlich in einer privilegierten Position, also wir bekommen vielleicht mehr Werbung, aber als rassifizierte oder an den Rand gedrängte Person ist das viel schwieriger. Staatsbürgerschaft, das hat natürlich auch damit zu tun mit dieser Dimension. Und ich habe auch in der jüngsten Vergangenheit darüber nachgedacht, also dieser Rahmen der bürgerschaftlichen Rechte, des Dazugehörens zu einer Gemeinschaft, einer nationalen Gemeinschaft, das hat sich verlagert, insbesondere für bestimmte Gruppen am Rand. Also es geht natürlich um Rechte und auch unterschiedliche Definitionen der Rolle von bestimmten Gemeinden. Aber es geht natürlich auch um Sicherheitsaspekte. Das wird jetzt auch damit verbunden. Und das ist natürlich besorgniserregend, denn wir haben jetzt unterschiedliche BürgerInnen jetzt sozusagen. Also wir wiederum sind ja in einer privilegierten Position. Bei der Staatsbürgerschaft geht es natürlich um Rechte und Freiheiten. Aber für viele andere Menschen ist das eben nicht so. Vielen Dank. Und ich habe dort noch eine Frage gesehen. Und wenn es noch eine gibt, könnten wir die gemeinsam beantworten. Aber ich sehe jetzt keine. Gut, vielen herzlichen Dank. Das war wirklich sehr eindrücklich und auch neue Informationen für mich. Ich arbeite im Bereich EU-Menschenrechtsdiplomatie am Horn von Afrika. Und diese Themen sind natürlich auch wichtig für meinen Bereich. Sie haben ja die Veränderung des Narrativs angesprochen im letzten Teil der Präsentation. Vielleicht können Sie das noch weiter ausführen. Wie passiert das praktisch gesehen? Wie können wir diesen digitalen Raum wieder zurückgewinnen, wo der Rechtsextremismus sich so stark ausgebreitet hat? Und wie kann dieses Narrativ wieder zurückverlagert werden? Wie kann man das praktisch machen? Hier haben wir noch eine zweite Frage. Ja, hallo, vielen herzlichen Dank für den Vortrag. Ich bin Caroline vom National Council of German Women's Organization, also dem Deutschen Frauenrat in kurz. Und Sie haben ja über die täglichen Grenzen gesprochen und auch die technologischen Lösungen in dem Zusammenhang. Ich würde gerne wissen, wie sieht es mit dem Gender-Effekt aus, was diese Grenzen angeht? Und dann würde ich noch gerne hinzufügen, zur vorherigen Frage, wie kann man dagegen vorgehen? Denn das sind ja nicht nur Mediennarrative, sondern auch von der politischen Seite kommen diese Narrative. Vielen Dank. Nun, ich denke, jeder hier im Raum hat eigentlich die gleiche Frage. Wie kann man das Narrativ verändern? Und wie kann man die Politik verändern? Und Sie haben natürlich die Antwort. Natürlich, ich bin nicht klüger als alle anderen hier im Raum. Aber als Forschende ist es so, also ja, ich versuche einfach einen Beitrag zu leisten, um das Narrativ zu ändern. Und das versuche ich, indem ich zeige, wie wichtig die kollaborative Forschung ist, die im Zentrum unseres Beitrags steht, also die Stimmen und die Handlungsmacht von marginalisierten Menschen als Individuen, aber auch als organisierte, wählende, gehen, also sind quasi ein Mittel, um gegen dieses Narrativ vorzugehen und fordern auch dieses andere Narrativ heraus. Also es geht darum, eine Stimme zu geben und ja, diese Stimmen auch stärker anzuerkennen. Das ist also der einzige Beitrag, den ich jetzt leisten kann. Aber ich denke, dass hier im Raum noch andere Personen sind, die auch Beiträge leisten können. Ja, technologische Lösungen und Grenzen und Gender-Dimensionen, natürlich. Diese ganzen Technologien, die an der Grenze eingesetzt werden, haben natürlich auch eine Gender-, eine Klassen- und rassistische Aspekte, die damit einhergehen. Und Frauen sind, von Frauen wird häufig erwartet, dass sie eine sehr spezifische Rolle spielen im
beim Grenzübertritt. Man geht auch davon aus, dass Frauen sozusagen das Opfer sind und Frauen, die sich nicht so verhalten wie ein Opfer, werden als verdächtig betrachtet, weil sie eben nicht in bestimmte Kategorien passen. Also es gibt eben diese eng gefassten Kategorien und durch die Automatisierung wird die Kategorisierung von Menschen noch auf die Spitze getrieben. Das heißt, die MigrantInnen sind entweder Opfer oder Täter. Und das wird zwar nicht notwendigerweise in der Technologie angelegt, aber das wird einfach gefördert durch die Technologie, weil beispielsweise auch die Datenprofile von Einzelpersonen sie und ihr Handeln kategorisieren, basierend auf den vorhandenen Kategorien. Also, Technosolutionism, ich denke, da gibt es diese Frage, die auch in der Forschung bei mir aufgetaucht ist. Das ist diese Betonung, dass man technologisch versiert sein muss. Also viele Geflüchtete, von denen wird erwartet, dass sie quasi ihre Opferdasein überwinden, indem sie quasi digital Unternehmer werden sozusagen und es wird extrem in digitale Projekte und Schulungen investiert und das digitale Unternehmertum hier in Deutschland und insgesamt ist das natürlich männlich dominiert, ein männlich dominierter Bereich. Also gibt es viele Beispiele, es tut mir leid, dass ich hier so hin und her springe, aber ich denke jetzt gerade einfach über verschiedene Beispiele für Ihre Frage nach. Vielen Dank, Myria. Wir sind jetzt eigentlich am Ende. Ich würde Sie gerne einladen zu einem Kaffee und vielleicht Gesprächen. Wir sehen uns dann in 15 Minuten wieder für das erste Panel. Vielen herzlichen Dank, Myria.